Die Republikaner haben den Frauen den Krieg erklärt. Das jedenfalls versucht US-Präsident Barack Obama den Wählern zu vermitteln. Wieder einmal geht es im Präsidentschaftswahlkampf um Abtreibung. Die Fronten sind so klar wie eh und je. Es ist doch klar, die Republikaner sind von Fanatikern übernommen worden, die nur ein Ziel haben. Und das ist, Abtreibungen verbieten und ihre Ansichten darüber durchsetzen, wann Leben beginnt. Und das gegen jede wissenschaftliche und religiöse Vernunft. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Mitt Romney liegt in der Gunst der weiblichen Wähler weit hinter Amtsinhaber Obama. Die Diskussion um Abtreibungen dürfte den Vorsprung des Präsidenten noch vergrößern. Zuletzt hatte sich auch noch der republikanische Senatskandidat Todd Akin mit Äußerungen über Abtreibungen nach Vergewaltigungen in die Nesseln gesetzt. Ärzte haben gesagt, dass Schwangerschaften nach Vergewaltigungen sehr selten sind. Wenn es sich um eine Vergewaltigung handelt, hat der weibliche Körper Möglichkeiten, das Ganze zu verhindern. Akin hat sich für seine Äußerung entschuldigt, will seine Senatskandidatur aber nicht zurückziehen. Und das, obwohl Romney ihm dies nahegelegt hat. Nun steht der Präsidentschaftsbewerber selbst im Kreuzfeuer. Um mal ein Beispiel zu nennen. Romney will hinter das Gerichtsurteil von 1973 zurück, das Schwangerschaften zur Privatsache erklärt hat. Das wäre eine Katastrophe für das Gesundheitswesen, für Frauenrechte und für die Frauen selbst. Das Obama-Lager weist zudem darauf hin, dass Romneys Vizepräsidentschaftskandidat Paul Ryan Gesetze unterstützt hat, die Abtreibungen auch im Fall von Vergewaltigungen verbieten. Das könnte noch heikel werden für Romney. 2/3 der US-Bürger sind für Abtreibungen nach Vergewaltigung oder Inzest.